Herzlich willkommen zu unserer Q&A-Session für den September 2021 zum Kurs Rhetorik und Kommunikation für Führungskräfte. Es ist folgende Frage eingegangen von der Nicole, nämlich: Was tun gegen Lampenfieber vor großem Publikum? Welche Tipps und Tricks dagegen gibt es? Zunächst einmal, was ist eigentlich Lampenfieber? Lampenfieber verspürst du in einer Art Nervosität, in einer Art Aufregung. Und zwar handelt es sich in den meisten Fällen von einer kleinen Ängstlichkeit, in der Situation einfach zu versagen. Und wir alle kennen Situationen, wo wir möglicherweise ein bisschen versagt haben, wo uns Dinge nicht so gut gelungen sind, wie wir das gerne gehabt hätten. Oder wo wir von wichtigen Bezugspersonen einmal gehört haben, du kannst es nicht oder du bist nicht gut genug. Und diese Erinnerungen führen dann zu einem Lampenfieber, zu einer Nervosität. Und körperlich merken wir das in einer Angespanntheit, in einer Aufgeregtheit, in einer Art vielleicht, dass wir keine Stimme, keinen Ton herausbekommen, dass wir vielleicht leicht zittrig sind und so weiter. Die Frage ist nun, was kann man tun? Wie kann man Lampenfieber gehen lassen und einen angenehmeren, besseren, tauglicheren Zustand einnehmen, wenn du zum Beispiel vor großem Publikum sprechen sollst? Also zunächst einmal gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, nämlich, dass du dich an eine Zeit erinnerst, wo du wusstest, dass du alles konntest, was du möchtest. Erinnere dich jetzt an eine Zeit, wo dir alles möglich erschien. Erinnere dich an eine Zeit, wo du von dir vollkommen überzeugt warst, und geh gedanklich genau zurück zu dieser Zeit. Und wenn du genau zu dieser Zeit zurückgehst, dann wirst du bemerken, welche Entspanntheit in deinem Körper auftritt, dann wirst du bemerken, wie leicht sich die Dinge einfach anfühlen. Dann wirst du bemerken, wie deine Muskeln sich weich und wohlig anfühlen. Dann wirst du bemerken, wie sich deine Körperhaltung ganz anders darstellt, wie das vielleicht noch vorhin der Fall war. Das heißt, mach Folgendes: Erinnere dich an eine Zeit, wo du wusstest, dass du alles kannst, was du wolltest. Und wir alle haben in unserem Leben solche Zeiten gehabt und haben solche Zeiten, wo uns Dinge wirklich gut gelingen. Und denke immer daran, jeden Tag gelingen dir ganz, ganz viele Dinge wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und erinnere dich daran und schreib dir diese Dinge vielleicht in ein Erfolgsjournal auf, in ein Buch, wo du es nachlesen kannst, wo du lernen kannst, welche Dinge in deinem Leben bisher wirklich gut funktioniert haben. Und erinnere dich an diese Dinge, bevor du zum Beispiel vor großem Publikum stehst oder bevor du in eine Prüfungssituation gehst, also etwas, wo du früher merktest, dass du etwas ängstlich und nervös bist, erinnere dich jetzt daran, an eine Zeit, wo du wirklich alles konntest, was du wolltest. Eine zweite Möglichkeit und eine weitere Möglichkeit ist, dass du dir vorstellst, wie du wirken möchtest vor dem Publikum. Und zwar stell dir vor, du bist eine Person, die besonders inspirierend ist. Wie ist jemand, der besonders inspirierend ist? Wie spricht jemand, eine Person, die besonders inspirierend ist? Geh gedanklich in einen Zustand hinein, wo du in deinem Innersten fühlst, ich bin besonders inspirierend. Such dir einen weiteren emotionalen Zustand aus, den du gerne annehmen möchtest, den du gerne wahrgenommen werden möchtest. Zum Beispiel ein Zustand, wo du denkst, ich möchte besonders wohlwollend sein für mein Publikum. Erinnere dich, wie benimmt sich jemand, wie verhält sich eine Person, die besonders wohlwollend ist für seine oder ihre Umwelt? Geh gedanklich in diese Situation hinein und denke daran, dass du besonders wohlwollend für dein Publikum sein möchtest. Welchen weiteren inneren positiven Zustand kannst du einnehmen? Zum Beispiel, dass du besonders aufmerksam bist. Erinnere dich an eine Zeit, wo du besonders aufmerksam warst und geh jetzt gedanklich in diese Zeit hinein, wo du besonders aufmerksam warst. Und schon bemerkst du und bemühst dich und wirst sehen, wie dein Körper denn diese Aufmerksamkeit ausstrahlt. Und nun erinnere dich vielleicht an eine Zeit, wo du besonders neugierig warst, wo du viel erfahren wolltest über dein Publikum, wo du ehrliches Interesse an anderen Menschen gezeigt hast. Wie verhält sich jemand, eine Person, die ehrliches Interesse an anderen Menschen hat? Geh genau hinein in diesen Zustand, ruf ihn auf und schon wirst du bemerken, dass du dich wie jemand verhältst, der ehrliches Interesse an der anderen Person hat. Und du kannst diese Zustände jetzt alle kombinieren und gleichzeitig aufrufen. Inspirierend,
spirituell, wohlwollend, neugierig, aufmerksam zu sein und noch viele weitere Zustände. Und du rufst sie gleichzeitig auf und bemerkst einfach, wie sich dein körperliches Verhalten verändert, nämlich so, wie wir es gerade beschrieben haben. Am besten ist, du schreibst dir auf, wie du vor dem Publikum wirken möchtest. Nimm dir 5 Eigenschaften, 5 emotionale Zustände, die du auf der Bühne oder in Gesprächen mit anderen Menschen gerne einnehmen möchtest und übe diese. Und ruf sie auf, gemeinsam mit einer Erinnerung an eine Zeit, wo du wusstest, dass du alles konntest, was du wolltest. Und was du parallel dazu tun kannst, ist eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Eine Körperhaltung, die Entspanntheit erlaubt. Eine Körperhaltung, die es dir erlaubt, wohlwollend, inspirierend und gutmütig und neugierig und aufmerksam zu sein. Die Art und Weise, wie wir denken, wie wir uns emotional in unserem Inneren fühlen, drückt sich in unserer Körperhaltung, in der Art und Weise, wie wir da stehen, wie wir da sitzen, wie wir sprechen, welche Mimik wir an den Tag legen, drückt sich in dem aus. Und genau ist es umgekehrt. Eine wohlwollende Körperhaltung, eine aufrechte Körperhaltung, eine laute Sprache, eine klar verständliche Stimme wirkt sich positiv aus auf die Art und Weise, wie es uns in unserem Innersten geht. Das heißt, wenn du ab heute einfach Lampenfieber gerne gehen lassen möchtest, dann lass es verschwinden. Lass es einfach gehen und erinnere dich an eine Zeit, wo du wirklich alles konntest, was du wolltest. Und erinnere dich, wie es ist, wohlwollend, gütig, gutmütig, aufmerksam, spirituell, neugierig und so weiter zu sein. Und diesen Zustand rufst du immer auf, bevor du auf die Bühne gehst, zum Beispiel durch ein Schnippen oder zum Beispiel durch eine Berührung auf deinem Ohrläppchen oder durch eine Körperbewegung. Und schon wirst du bemerken, du wirst ganz entspannt und locker auf die Bühne gehen und die Menschen werden dir interessiert zuhören, denn sie sind wegen dir gekommen. Sie sind deine Gäste. Und das darfst du dir immer in Erinnerung rufen. Die Menschen, die da sind, sind wegen dir gekommen, um dich zu hören. Sie sind deine Freunde und deine Freundinnen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Probier die Dinge einfach aus und du wirst den Unterschied bemerken. Dein Thomas Wilhelm Albrecht.